Servus Leute, wir haben Gewissheit, am 20.08. wird gewiped, das ist ein Dienstag, wurde gestern angekündigt, es gab auch noch einen Trailer und Twitch-Drops wird es auch geben und das schauen wir uns alles mal in diesem Video an, viel Spaß. Am Dienstag, den 20.08. kommt der Patch 15.00 mit einem Wipe. Das wurde angekündigt auf Twitter und allen anderen Social-Media-Plattformen von BSG. Und außerdem gibt es dazu einen Trailer, den schauen wir uns gleich noch an und was es da so zu entdecken gibt. Und ein Drop-Event wird es auch geben, dieses Mal im Sommer, nicht im Winter. Interessant, hat man auch noch nicht. Und zwar vom 23. bis zum 28. August wird es Drops geben. Da reden wir einfach mal gleich drüber. Findet auch die News auf der Website natürlich, da kann sich auch jeder Streamer registrieren. Wie da die Anforderungen sind, weiß ich aber nicht genau. Also Drops-Event, 23. bis 28. und es wird Timeslots geben. Alle Drop-Teilnehmer werden 2 Timeslots haben, die kann man auswählen bei der Registrierung. Das habe ich natürlich schon gemacht. Und es sind immer 12-Stunden-Slots von 3 Uhr nachts bis 3 Uhr nachmittags und von 3 Uhr nachmittags bis 3 Uhr nachts. Ich habe mich natürlich von 3 Uhr nachmittags bis 3 Uhr nachts beworben. Ob ich das wirklich bis 3 Uhr nachts dann durchziehe, das bleibt abzuwarten. Aber ja, so werden die Slots sein und dazu wird es auch noch Events geben. Es wird eine Rating-Season geben und zwar wird es wieder Rating geben mit möglicherweise Belohnungen. Das weiß man noch nicht genau. PMC-KD, totaler Kill-Count, weitester Schuss, durchschnittlicher Profit pro Raid und Raids, die man survived hat, ja, da werden wieder einige Leute richtig reinschießen. Diese Rankings sind immer was für Leute, die wirklich viel Zeit in Tarkov investieren, um da oben zu stehen. Also mal sehen, wo ich da bleibe, aber wirklich fokussieren werde ich das, glaube ich, nicht. Dann wird neue Wettersaison kommen, also neue New Weather Season, Sommer wird kommen. Mann. Und dann gibt es den Streamer-Marathon. Und da gibt es diesmal was Interessantes. Jeder Streamer bekommt bei seinem ersten Dropslot, so verstehe ich das, Quests. Und wenn er die erledigt, bekommt er im zweiten Dropslot bessere Drops. Das heißt, wenn keine Quest erledigt wird, dann bleiben die Drops einfach normal. Dann, wenn er eine Quest erledigt, dann werden sie ein bisschen besser. Und wenn er zwei erledigt, dann wird es greatly upgraded versions of the unlockable container. Also Streamer, die diese Quests gemacht haben, haben dann im zweiten Slot wesentlich bessere Drops. Das ist ein guter Anreiz. Und ja, alles Weitere könnt ihr euch auch in dieser News durchlesen. Und dann schauen wir uns nochmal den Trailer an. Ich finde es auf jeden Fall eine gute Sache mit den Drops, dass man die verbessern kann. Ist auch ein Anreiz, dann bestimmte Streamer zu schauen und nicht einfach, ja, Sleeping Stream mit Rerun zu machen oder sonstige Sachen. Das wird dadurch vermieden. Aber ja, zum Trailer. Den findet ihr natürlich auch unten in der Beschreibung, linke ich euch da rein, wenn ihr euch den selber mal anschauen wollt. Wir schauen ihn uns mal an und ja, vielleicht halte ich ihn auch mal kurz an, wenn wir was Interessantes sehen, aber ich werde es einfach mal kommentieren. Und zwar, es könnte sein, dass man hier den, ja, die Bewusstlosigkeit sieht, kann aber auch bloß, ja, für das Video ein Effekt sein. Hier rechts sieht man da jemanden liegen mit der M60 und mit dem B-Pod ausgeklappt. Der Trailer ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Hype als die anderen Trailer, muss ich sagen. Also der Aufmacher ist richtig gut geworden. Danach ist wieder so der Standard-Trailer. BSG, ne? Gameplay mit Musik, man kennt's. Aber ja, Kultisten rücken vielleicht mehr in den Vordergrund. Man sieht hier im Hintergrund die überarbeitete Variante von Factory. Tagilla, der Kultistenpriester mit 2 Anhängern. Ist gut gemacht. Mit dem blauen Feuer und so. Hier, das könnte, ich weiß nicht, ob das Factory ist, wahrscheinlich. Das ist oben der Gang auf jeden Fall. Also Factory, selbes Layout, aber komplett überarbeitet. Da ist ein geiles Graffiti hier für Killer. M60, gemoddet. Und hier sieht man, da muss ich einfach mal anhalten, Tripwire-Minen. Also man kann wohl jede Granate nehmen und da so, ne, einen Faden dran machen und dadurch eine Tripwire-Mine machen. Eine Stolperdrahtmine und ja, ob das bloß der Boss legen wird oder ob man die selber legen kann, bleibt abzuwarten. Partisan soll die legen können, das ist schon klar, aber ob man die auch als Spieler legen kann, schauen wir mal und wie arg die ins Gameplay eingreifen und so, da war ja schon ein Riesenaufschrei. Es wird alles gebalanced sein, ne? Ich erinnere mich da immer gern zurück an den 6-Schuss-Granatwerfer, als der angekündigt wurde. Da war auch ein Riesenaufschrei und letzten Endes, wie ist es dann geworden, ne? Also, lass die Kirche im Dorf, schauen wir uns dann an, wie das wirklich wird. Alles noch. Factory ist unten der Bereich. Es gibt hier ein neues Loch, wo man durchdroppen kann scheinbar. Wieder M60.
Gabelstaplerhalle auf Factory, Metzelt auf Factory, oben der Gang in dem Büro. Das ist die Uzi, neue Waffe in 9mm. Ah, wisst ihr, die Musik ist nicht schlecht. Und hier Tripwire, ja. Mal sehen, wie das wird. Hier sieht man wieder ein B-Port bei der DVL. Ah, sieht schon gut aus, ne? Also, ich bin schon ein bisschen gehypt. Hier sieht man einen Mortarschlag, also Mörserangriff. Wie der, das war auf Wutz im Sägewerk, wie der genau sein wird. Moment, da müssen wir nochmal kurz zurückgehen. Wie der genau sein wird und wie der, wer den callen wird, ob es der Boss ist oder auch Spieler, weiß man nicht. Aber hier sehen wir, mal sehen, ich mache mich mal kurz auf die andere Seite rüber. Hier sehen wir die Desert Eagle und Killer und wie Killer davon down geht. Ich hoffe, die wird in 50k sein, aber ja, die Desert Eagle wird kommen. Und eine lang ersehnte Pistole, gute Sache und ja, reicht, um Killer zu töten, wie man sieht. Und es wird wohl viel um Kultisten gehen. Und hier sieht man den neuen Boss, Partisan. Das ist der Boss, der sich ums PMC-Karma kümmern wird, der das PMC-Karma durchsetzen wird. Wie das genau sein wird, bleibt abzuwarten. Aber ja, das ist der Boss, der legt Minen und greift Leute mit schlechtem PMC-Karma ein. Das wissen wir. Und wie das wird, ja, schauen wir mal. Da wird es noch ein paar Überraschungen geben. Und ja, das ist der Trailer für den Vibe und für den Patch am Dienstag. Und ja, ich bin auf jeden Fall schon gehypt. Insbesondere mit den ganzen Neuerungen. Ich werde natürlich noch ein Video drüber machen, wenn wir dann Patch Notes haben und ähnliches. Wenn dann, ja, denke ich mal, am Dienstag, wenn die Downtime ist, werden wir Patch Notes haben. Da werde ich natürlich nochmal ein Video drüber machen und im Detail über die Neuerungen reden. Und ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch. twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Wie auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Könnt ihr mir mal schreiben, was ich im Trailer vielleicht verpasst habt, was euch aufgefallen ist und auf was ihr euch am meisten freut. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In diesem Sinne, macht's gut und bis denn. And I've been counting days.